Hey Leute, hier ist wieder euer Tristan. Heute geht es mal um das Thema Erziehung. Also jetzt versteht mich nicht falsch, nicht im eigentlichen Sinne, hey, wir sind auf dem smarten Heim-Kanal. Heute geht es um Erziehung vom smarten Heim, so dass ihr keine Arbeit damit habt. Ich hatte dazu ja schon mal ein Video dazu gemacht und heute geht es um die Erziehung von mir hier. Weil ich vergesse immer den gemeinsamen Autoschlüssel von meiner Frau und mir zurück an den Schlüsselbund zu hängen. Und ich hatte dazu doch schon mal hier ein eigenes Video erstellt, wie man so einen Schlüssel smart macht. Aber irgendwie war das nicht gut genug. Ich brauche eine Automation, die mir richtig in den Arsch tritt, damit ich das Ding auch zurückhänge. Und darum habe ich mich gekümmert und das zeige ich euch doch mal jetzt. Ich würde sagen, genug gequatscht, dann lass uns doch mal gemeinsam in die Software schauen. So, dann würde ich sagen, steigen wir mal rein in die Automation und hey, nicht direkt wegschalten, nur weil es Node-RED ist. Aber ich würde Node-RED gerne nutzen, um euch die Automation zu erklären. Und anschließend wollen wir das Ganze natürlich auch nochmal in den Home Assistant-Automationen nachbauen, beziehungsweise parallel bauen. Und da brauche ich bestimmt eure Hilfe. Also bleibt dran, unterstützt mich und ich unterstütze im Gegenzug euch. Aber hier ist ein schönes Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Nun, ich weiß ja jetzt durch eine pfiffige Installation, dass mein Autoschlüssel am Schlüsselkasten hängt oder nicht. Und das möchte ich gerne abgreifen. Und die Idee ist ja zu sagen, wenn ich jetzt nach Hause komme, dass ich eben daran erinnert werde, diesen Schlüssel zurückzupacken. Und jetzt ist aber die Frage, wie kombiniere ich das sinnvoll? Und Folgendes habe ich mir ausgedacht. Erstmal im Überblick. Nach 90 Sekunden, wenn ich zu Hause bin, prüft er erstmal, ist der Autoschlüssel überhaupt vorhanden. Jetzt schicke ich dann eine Nachricht, wenn der denn eben nicht da ist, dieser Autoschlüssel am Schlüsselkasten, schicke ich eine Message hier an mein Handy. Und mit dieser Message verbunden ist eben eine Actionable Notification. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat halt die Möglichkeit, zu einer Nachricht eben auch Antwort zu geben. Möglichkeiten mitzugeben und diese Antwortmöglichkeiten auf dem Handy zu nutzen. Wenn ich dann also auf dem Handy die Nachricht bekomme, okay, Achtung, denk an deinen Schlüssel, dann 90 Sekunden warte, bis sich irgendwas verändert hat. Ne? Mal angenommen, mit den 90 Sekunden reagiere ich jetzt nicht auf die Nachricht auf meinem Handy. Dann, und das ist jetzt hier das Spannende, lösche ich die Benachrichtigung auf dem Handy. Das geht nicht mit einer sogenannten Clear Message. Ja, also die Benachrichtigung verschwindet auf dem Handy und dann prüfe ich eben nochmal hier, ob der Autoschlüssel da ist und schicke die Nachricht eben nochmal. Ja, das hat den Vorteil, dass das jetzt nicht irgendwie sich die Benachrichtigungen stapeln auf dem Handy und gar nicht mehr angezeigt werden, weil es die 20. Benachrichtigung ist, sondern er löscht immer die Benachrichtigung und schickt ihn wieder neu zu. So, warum steht hier gegebenenfalls verlängern? Ich habe eben bei der Nachricht, die ich aufs Handy schicke, zwei Optionen eingebaut. Einmal die Möglichkeit zu sagen, ich kümmere mich gleich drum. Und wenn ich diese Nachricht antatsche, ja, mal angenommen, ich kriege die Information aufs Handy und so nach 30, 40 Sekunden schaue aufs Handy, sehe die Nachricht und sage, jo, kümmere ich mich gleich drum. Dann setzt er hier den Timer zurück und dem Moment, wo ich irgendwie die Aktion gleich auf dem Handy auswähle. Oder die zweite Antwort, die ich geben kann, ist eben, ich kann nichts machen, meine Frau hat den Schlüssel. Ja. Ich bin zwar nach Hause gekommen und der Autoschlüssel hängt nicht da, wo er sein soll, aber ist auch normal, meine Frau ist unterwegs. Dann gibt es eine Antwort, die da heißt Schatz und damit resette ich quasi den Timer und kriege dann auch keine weitere Benachrichtigung mehr. Das gleiche gibt es dann nochmal für meine Frau. Ja. Wenn sie nach Hause kommt, prüft er, ist der Autoschlüssel nicht da, schickt eine Nachricht an das Handy meiner Frau. Sie kann antworten mit, jo, kümmere ich mich gleich drum und kriegt dann nach spätestens 90 Sekunden nochmal eine Erinnerung. Oder sie macht nichts und kriegt nach 90 Sekunden eine Erinnerung. Oder sie sagt, ja, mein Mann hat das und dann ist die Benachrichtigung deaktiviert. Solltet ihr in diesem Zusammenhang übrigens noch Ergänzungen zu der Automation haben oder pfiffige Anmerkungen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich über euer Feedback Daumen nach oben, Abo da lassen, ihr kennt das Spielchen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal das Ganze Schritt für Schritt durch und bauen das auch wieder parallel zwischen Home Assistant Automation und Node-RED nach. Und dann gehen wir jetzt mal hier in die Home Assistant Automation, erstellen mal eine neue Automation
und ich speichere das Ganze. Als Auslöser war jetzt hier genacht, wenn ich nach Hause komme. Also ein Gerät, ich komme nach Hause. Als nächstes sage ich, dann wähle ich da meine Entität aus und sage, okay, wenn die offen ist, ja, also der Schlüssel nicht dran hängt, dann soll was passieren. Und zwar soll er dann eine Message schicken, eine Benachrichtigung. Und zwar soll er diese Nachricht hier an mein iPhone schicken. Und zwar kommt da rein, Autoschlüssel schon aufgehangen und Titel Autoschlüssel. Ja, unterhalb der Data kommen jetzt die Actions rein. Dazu hat Thomas von Steuer dein Leben mal ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben, also da ganz oben in der Ecke. Und ich halte es deswegen hier mal kurz. Was versteht man hier unter den Actions? Ganz wichtig, ich habe jetzt hier zwei Actions hinzugefügt. Einmal gleich unterstrich T und einmal Schatz unterstrich T. Ganz wichtig, das Ganze muss in Großbuchstaben und ohne Leerzeichen, deswegen mit dem Unterstrich sein. Das sind also quasi die eindeutigen IDs, auf die wir uns hinterher referenzieren werden. Denn den Titel könnt ihr bedienen, das ist also der Knopf, den der User drückt. Und dann könnt ihr hier von den SFS-Symbols ein, deswegen das sind iPhone, ne? Das ist eine Nachricht, die ich als iPhone schicke, könnt ihr euch aus den SFS-Symbols eben ein bestimmtes Symbol aussuchen. Link zu dieser Bibliothek findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Und das Ganze mache ich dann nochmal. Ne? Die andere Antwort heißt dann wieder gleich oder hat Schatz. Auch hier mit dem Icon versehen und dem Ganzen einen Tag mitzugeben, weil auf dieses Tag Autoschlüssel da, auf das muss ich mich später beziehen, weil er eben wissen muss, okay, diese Notifizierung hat einen Tag und mit diesem Tag kann ich hinterher arbeiten. Und ich würde sagen, diesen kurzen Abschnitt, den schauen wir uns mal in Node-RED an. Innerhalb von Node-RED gehen wir dann auf einen Event-State-Node. Das heißt ja, wenn sich irgendwas an meinem Zustand verändert hat, da klicken wir dann doppelt drauf und sagen, wenn sich die Entität Tristan, hier gehe ich über die Person, hier sage ich ist Home. Und zwar ist Home für 90 Sekunden. Die Option habe ich übrigens in Home Assistant nicht direkt gefunden. Da wäre es mal ganz spannend, wenn ihr mich aufklären würdet, wo ich das einrichten kann. So, wenn sich diese Person eben zu Hause ist und das eben schon seit 90 Sekunden, dann muss ich ja hier eine Bedingung abrufen und diese Bedingung, wie ist der aktuelle Zustand, der Current State? Und zwar hatten wir ja hier gesagt, Lure Schlüssel Auto, wenn der open ist oder offen ist, in dem Fall im Englischen hier open, dann soll er was machen. Ich arbeite, wie gesagt, gerne mit diesem Namen. Dann wird es auch noch mal ein bisschen eindeutiger. Und dann schick bitte eine Nachricht raus. Und zwar mache ich das hier mit einem sogenannten Call Service. Auch hier wieder, ne, die Bedingung if state is true. Also wenn Schlüssel nicht da ist, wenn das zutrifft, dann mache ein Call Service. Und zwar sage ich hier von der Domain notify. Anschließend wähle ich dann hier den Service der mobilen App aus. Und da muss ich genauso wie in Home Assistant die JSON-Information mitgeben. Oder beziehungsweise hier ist es dann JSON, in Home Assistant ist es YAML. Und damit ich das Ganze jetzt nicht wieder irgendwie umständlich kopieren muss, beziehungsweise umschreiben muss, kopiere ich mir den Code von Home Assistant, gehe auf die Seite JSON to YAML. Und hier kann man wunderbar den YAML-Code reinkopieren und erhält dann oben einen sogenannten JSON-Code. Ja, also auch für andere Beispiele. Das heißt, ich kopiere mir das jetzt hier rein und packe mir das Ganze unter die Data, kann das noch nett formatieren und habe jetzt hier die Actions. Mit einem Übernahme des Deployments speichere ich das Ganze und damit haben wir jetzt beide Fälle einmal abgedeckt. So, dann machen wir jetzt mal in Home Assistant weiter. Und zwar möchte ich ja jetzt auf die verschiedenen Reaktionen reagieren, die man machen kann. Puh, also jetzt bin ich doch an meine Grenze gekommen in der Home Assistant Automation. Aber ich zeige euch mal, wo ich glaube, dass das Ganze funktioniert. Wenn ihr was besser könnt, bitte helft mir. In Node-RED komme ich klar, in den Home Assistant Automationen. Puh. Also, was habe ich gemacht? Ergänzt.
Ich wollte ja, dass er auf diese Schaltflächen gleich reagiert. Das heißt, ich habe den Ereignistyp Mobile App Notification Action genutzt und dort gesagt, reagiere auf gleich und habe dem Ganzen auch eine Auslöser-ID mitgegeben. Das gleiche dann auch nochmal hier als zweiter Wenn-Bedingungen. Und zwar habe ich dann gesagt, der zweite Button, der gedrückt werden kann und dem eben eine Auslöser-ID-Schatz mitgegeben. Die Bedingung ist nach wie vor, wenn der Schlüssel noch nicht da ist. Und jetzt habe ich ja gesagt, er soll das so lange machen, bis der Schlüssel entweder hängt oder ich eben den Button Schatz gedrückt habe, weil dann kümmert sich ja meine Frau um den Schlüssel. Das heißt, ich habe dann ein Dann mache, hier eine Aktion hinzugefügt, die so lange wiederholt, bis eine Bedingung hinzutrifft. Das habe ich das Ganze vom Wiederholungstyp bis gemacht. Und die bis-Bedingung ist jetzt eine Oder-Bedingung. Das heißt, ich habe einen Baustein hinzugefügt mit dem Oder und habe in der Oder-Bedingung gesagt, also entweder ist mein Schlüssel vom Zustand geschlossen oder die Trigger-ID, diese bis-Bedingungen, also der Auslöser für diese ganze Automation war, wenn ausgelöst durch Schatz. Und wenn eins der beiden zutritt, beziehungsweise bis eins der beiden zutritt, also wenn es keins der beiden zutritt, dann schicke mir bitte Benachrichtigung, warte 90 Sekunden, lösche die Nachrichten und dann geht das wieder von vorne los. Und wenn eine der beiden Bis-Bedingungen getroffen wurden, dann ist die Automation eben zu Ende. Ich hoffe, das funktioniert so. Schauen wir uns da das Ganze lieber nochmal in Node-RED an. Da kann ich mich ein ganzes Stück besser mit aus. Und bitte, habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare. Ich möchte das unglaublich gern lernen, weil ich glaube, gerade durch diesen Austausch kann man eine ganze Menge gemeinsam erreichen. Fangen wir hier dann also mit diesem Delay an. Hier gibt es einen Delay, den ich eben identisch zu Home Assistant jetzt sagen kann, bitte verzöger um 90 Sekunden. Aber was ich hier noch schöner finde, es gibt einen sogenannten Trigger. Und dieser Trigger hat den Vorteil, dass ich da wesentlich besser darauf reagieren kann. Ich kann nämlich hier sagen, bitte mach mal erstmal nichts im ersten Moment. Und nachdem du nichts gemacht hast, warte bitte mal 90 Sekunden. Und wenn denn neue Nachrichten eintreffen in diesen Node, dann verzögere das Ganze erneut. Ja, der zählt runter bis 5 Sekunden, dann pusht ihm eine neue Nachricht, dann setzt er wieder zurück auf 90 Sekunden. So eine Option habe ich übrigens in Home Assistant noch nicht gefunden. Wer da einen Tipp für mich hat, bitte ab in die Kommentare. So, und wenn ich dann damit fertig bin, dann soll er einfach die letzte Nachricht nochmal weiterschicken. Ist jetzt egal, was da drin steht. Und Trigger kann zurückgesetzt werden mit einem Meshed Reset oder einfach mit einem Payload, den nenne ich jetzt mal Stopp. Ja, ich möchte, dass der den Trigger auch mal stoppt und nicht eben zwingend die 90 Sekunden durchläuft, sondern der von extern quasi gesagt werden kann, oh, du brauchst gar nichts mehr melden, zwischendurch hat jemand den Schlüssel dran gehangen. Die Option übrigens habe ich in Home Assistant auch noch nicht gefunden, wie man ein Delay zwischendurch stoppt. Also das sind die zwei Punkte. Stoppen und verlängern. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, ab in die Videobeschreibung damit. So, das heißt, den Delay mache ich mir weg, pack den Trigger dahin und jetzt brauchen wir noch einen weiteren Call Service, der diesen Reset ausruft. Hier im Call Service nun wieder die Domain Notify auswählen, dann als Service wieder mein iPhone wählen und als Data im Bereich der JSON hier auf die drei Punkte gehen, einfügen. Das, was ich in Home Assistant gemacht habe, einmal durch diesen YAML to JSON schicken. Und dann muss ich als Message, genauso wie in Home Assistant, Clear Notification sagen und welche Message er bitte clearen bzw. löschen soll. So, und dann habe ich ja gesagt, soll er die ganze Automation nochmal durchführen. Und das geht hier in Node-RED super simpel, indem ich jetzt einfach den Pfeil wieder nach vorne schiebe. Mach's optisch nochmal ein bisschen, indem ich einfach sage, danach fangen wieder da oben an. Was nur noch fehlt, ist, dass ja dieser Trigger hier auch irgendwie gesetzt werden muss oder resettet werden muss. Dazu hatten wir in Home Assistant Automation die Events, dafür haben wir die Events All hier. Und hier sind wir darauf zurückgegangen,
dass wir den Event-Type Mobile App Notification Action hatten und hier die Action gleich T. Bitte dran denken, das ist kein YAML, sondern JSON, also einmal durch den Konverter durch und hier nach JSON gepackt. Mit einem letzten Verbinden haben wir jetzt gesagt, okay, sobald der gleich T antwortet, resettet er den Trigger und der Trigger fängt eben neu an zu zählen. Als letzte Instanz möchte ich noch einen Events All Node reinbringen. Dazu habe ich mir den oberen hier einfach runterkopiert und entsprechend ans Event Data nicht das gleich, sondern das Schatz dazu gepackt. Das soll ja dazu führen, dass die Automation jetzt abgebrochen wird. Dazu habe ich dann hier auch im Message Payload den Stoppwert hinterlegt, weil ihr erinnert euch, der Stoppwert führt dann hier unten zum Trigger und hier sagt man dann, der Trigger wird zurückgesetzt auf, wenn der Payload gleich Stopp ist. Das heißt, dann ist die Automation beendet, es passiert nichts weiter. Jetzt sehen wir nochmal beide Automationen hier nebeneinander, sowohl auf der linken Seite Node-RED als auch Home Assistant. Ich habe mich bei Home Assistant, muss ich ganz ehrlich gestehen, ganz schön schwer getan, vor allem mit diesem wiederholenden Ansatz. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diesen Delay irgendwie von außen zurückzusetzen oder zu sagen, hey, sobald irgendwas passiert ist, dann brecht den Timer ab. Da bin ich auf euren Input angewiesen und würde mich echt freuen, wie ihr das Ganze umsetzen würdet. Ansonsten vielen Dank erst nochmal fürs Zuschauen. Ich freue mich über euer Feedback zu dieser neuen Home Assistant Node-RED Automationsserie und sage sonst erstmal bis bald, euer Tristan.